Ja, hallo und sonnige Grüße, liebe Zuschauer, zum heutigen Wochenabschluss JFD Live Trading TV. Denn wir am Donnerstag, 30. April und morgen am 1. Mai haben zwar die Amerikaner geöffnet, aber der deutschsprachige Raum wird sich dann hier in einem Feiertag suhlen, sozusagen eben Pause machen. Das heißt, auch wir werden hier sendungstechnisch am morgigen Freitag keine Sendung vom Stapel lassen. Aber auf was Sie sich freuen können, ist eine Analyse für zwei US-Aktien, die im saisonalen Gewand daherkommen und kurzfristig für den Mai durchaus Chancen darstellen könnten. Allerdings muss es dafür natürlich auch eine Umkehr geben. Und wenn wir uns hier aktuell den S&P 500 anschauen, dann sehen wir dies nicht. Der S&P 500 hier gut 0,5% plus im Minus. Und also mit mehr als 0,5% im Minus, um genau zu sein, hier knapp 0,6 sogar. Und wir sind hier an einem wichtigen Level 2092, 2091 Grad angekommen, nahe den Tagestiefs. Die Situation hier wie in Deutschland bzw. beim DAX eher angezählt, eher kritisch, sieht nach weiteren Abgaben aus. Wir konnten hier jüngst das neue Allzeithoch nicht nachhaltig ausbauen. Das erinnert so ein bisschen an eine Topbildung. Und wenn wir uns jetzt hier mal den Stundenchart genauer zu Gemüte führen, dann sehen wir natürlich, dass der Index hier auch in einem intakten Abwärtstrend verweilt, den ich jetzt hier mal durch entsprechende Trendlinien symbolisiere. Unterstreiche sozusagen hier anhand der 24-Stunden-Indikation den Verlauf vom S&P, der sich hier auch jetzt in einer Art möglichen Trendkanal einzeichnen lässt, vor dem Hintergrund, dass wir jetzt hier eben an diesem Supportbereich, da scrolle ich mich mal ein Stück weit raus, eine Action Zone, eine Price Action Zone sozusagen hier im Bereich um 2000 90, 2092 abspielt. Genau dieses Level ist eben jetzt hier erreicht mit dieser möglichen Skizzierung dieser projizierten Abwärtstrendkanallinie. Dieser unteren besteht jetzt technisches Erholungspotenzial kurzfristig. Das dürfte sich aber hier meines Erachtens ja, begrenzt darstellen. Soll heißen, wir sehen hier im Ausdehnungsfall Preise, die hier bis zu dieser vorgeschalteten Zone übergehen, um dann weitere Verluste zu generieren. Hier im Bereich, das machen wir jetzt mal rot als Widerstand, hier im Bereich der Tiefs um 2097 könnte es meines Erachtens wieder nach unten drehen, um sozusagen in Richtung neuer Tiefs auszuschwenken. Und das sollte sich entsprechend heute eigentlich auch weiter fortsetzen, denn wir haben auch eine kleine Verschärfung des kurzfristigen Abwärtstrendkanals. Und hier, das macht nochmal zusätzlich Druck, dass wir hier beschränktes Erholungspotenzial, wenn überhaupt, dann sehen. Vielmehr scheint mir hier ein Kontakt der Level oder des Levels von 2085 wahrscheinlich, dann gegebenenfalls auch mit einem kleinen Spike-Out hier unter dieser Trendlinie. So sieht aber zumindest mal der kurzfristige Fahrplan aus. Meines Erachtens haben hier die Verkäufer weiterhin das Zepter in der Hand und es dürfte im Prinzip weitere Verluste geben. Das dürfte sich erst wieder oberhalb von 2105, 2106 Punkten relativieren. Unterhalb dessen bleibt meines Erachtens der S&P 500 im Rückzugsmodus. Und wenn wir uns dies jetzt mal hier im Tagesschart anschauen, auch hier der Tendenzfall von gestern, der ja auch schon, und er ist unverändert zur gestrigen Videobeschau geblieben, der schon nach unten blickte und nach unten neigte. Und auch hier sehen Sie diese Zielzone, Bereich 2085, die ich hier für den S&P 500 als nächstes Korrekturziellevel durchaus sehe und die der Index eigentlich auch erreichen sollte. Von dort ausgehend kann es dann eine Erholungsbewegung geben, die hier meinetwegen sogar ein Stück wieder nach oben führt. Aber Sie sehen, tendenziell bin ich hier eher bärischer gestimmt für die kommenden Tage. Der Handelsmonat Mai dürfte, Schrägstrich könnte also hier durchfallende Preise gesegnet sein und mir scheint die Schwäche noch nicht ausgestanden. Das Ganze würde sich, und da muss ich an das anknüpfen, was ich bereits gestern sagte, das würde sich hier erst oberhalb von 2020, 2120 Punkten relativieren. Also wenn wir signifikant nochmal nach oben drehen und hier dieses, ja, diesen Versuch, nachhaltig neues Allzeithoch auszubilden, definitiv hinter uns lassen und hier nach oben rausziehen, dann wäre die Chance gegeben, dass wir hier durchaus noch mal ein bisschen mehr nach oben sehen könnten. Aber unterhalb dessen bleibt hier alles korrektiv. Und wie gesagt, kurzfristig 2085, dann könnte es hier sogar weiter Richtung EMA 100 gehen, 2069, 2068 etwa, um nicht dann sogar hier selbst das Level 2045 anzusteuern. Wir sehen, das Verhalten hier auf hohem Niveau wurde aufgelöst, zunächst bullisch. Das ist meines Erachtens, das war auch damals die Headline, ein Fake-Ausbruch gewesen. Und dieser wird jetzt hier relativiert im Sinne einer Gegenbewegung, die sich eben hier weiter ausdehnen sollte. Bei 2085 muss man mal sehen, wir machen mal hier den letzten Punkt weg.
Machen das mal so. Bei 2085 könnte sich nämlich bereits schon wieder ein bullischer Modus einstellen, aber ich rechne eher mit weiteren Abgaben. Aber bei 2085 muss man die Situation meines Erachtens nochmal neu bewerten, nochmal neu unter die Lupe nehmen. Aber das wäre hier zumindest mal der Fahrplan für den S&P 500. Also heute weitere Verluste, dann mit Touchdown 2085 am morgigen Handelstag spätestens hier eine mögliche Konsolidierung oder aber der Index knallt direkt weiter durch. Das werden wir dann, liebe Zuschauer, am Montag im neuen Handelsmonat Mai dann auswerten. Da werden wir uns den S&P 500 nochmals zu Gemüte führen, um sozusagen dann mal abzuwägen, was denn hier noch vor uns steht. Aber tendenziell auch hier die Vorzeichen eher trüb. Im europäischen Sektor haben wir gesehen, der DAX hat versucht, ins Plus zu drehen, aber das ist auch alles mehr schlecht als recht. Also mir deutet sich auch hier beim DAX noch weiteres Abwärtspotenzial an. Und das könnte hier natürlich dann zusätzlich befeuert werden, wenn die US-Indizes weiter eindrehen. Das, wie gesagt, zur Einschätzung vom Markt vor dem verlängerten Wochenende. Ich sage danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Würde mich freuen, wenn Sie in der kommenden Woche wieder dabei sind zum JFD Live Trading TV. Und in diesem Sinne vorab ein schönes Wochenende. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer.